Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jade Empire. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben einen neuen Gefährten und zwar den Bruder Song oder der Abt Song sogar. Er macht einen Speerangriff und lässt Unterstützung lässt euch Chi, Fokus und Gesundheit zurückgewinnen. Die Unterstützung ist ziemlich heftig, das gefällt mir. Die Angriffe können Geistern Schaden zufügen, ist auch klar. Song, der Abt des ausgelöschten Ordens der Geistermönche, dient den Wassertachen selbst noch im Tode. Auf euch ruht seine Hoffnung auf Erlösung. Also, Chi, Fokus und Gesundheit. Ich stell den erstmal auf Unterstützung, glaube ich. Im Land der Geister. Richtet die Brunnen der Klagefestung wieder her. Genau, und das machen wir jetzt mal. So, beziehungsweise wir fangen auf jeden Fall da an. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Moment mal. Da geht's. Von da kommen wir. Aber da geht's auch noch irgendwie weiter. Das Ritual des Bandes, die Fähigkeit, eine Seele zu binden, ist eine der großen Ehren, mit denen uns der Wasserdrache bedacht hat. Wir müssen daher immer daran denken, dieses Geschenk mit der nötigen Respekt zu behandeln. Wenn ihr eine Seele bindet, werdet ihr zum Wächter dieser Seele. Es ist, als wäre die Seele euer Kind. Obwohl es natürlich eure Pflicht ist, die Seele zum Wasserdrachen zu bringen, damit sie gerichtet werden kann, seid ihr bis zur Übergabe der Seele voll für sie verantwortlich. Da die Seele jeden eurer Befehle gehorcht, müsst ihr immer das Beste für die Seele im Sinn haben, solange sie unter eurer Kontrolle steht. Ihr dürft einer Seele nie Dinge befehlen, die das Urteil des Wasserdrachen über die Seele später beeinflussen könnte. Und obgleich es die bekannteste Regel beim Binden von Seelen ist, will ich es hier wiederholen. Unter keinen Umständen dürft ihr jede Seele eines lebenden Menschen binden. So etwas würde mit dem Tode und mit einem Richtspruch durch den Wasserdrachen persönlich bestraft. Oh, und es gibt ein Level Up. Wir haben es geschafft, auf Stufe 20 zu kommen. Fokus haben wir gerade relativ wenig. Machen wir so. Okay. 21 Punkte. Wow. Der Seelenfänger, da bin ich mir noch nicht sicher, ob das was bringt. Der Sturmdrache, machen wir auf jeden Fall die Schnelligkeit rein. Was soll's? So, dann ist der Sturmdrache aber fertig. Der Seelenfänger ist soweit fertig. Springender Tiger ist fertig und der Dämonenstab ist fertig. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir als nächstes? Ja, der Golem könnte auch interessant sein. Ist da was? Den Jade-Golem setzen wir jetzt einfach mal hier rein. Das ist besser, als sich so in so einen Dämon zu verwandeln. Und vielleicht kann das ja auch was bringen. Schauen wir mal. Oh, und da wir wieder komplett voll sind, darfst du auch auf Angriff gehen. Weil Unterstützung brauchen wir da im Moment überhaupt nicht. Sehr schön. Ist das so ein Brunnen, den wir wieder herstellen müssen? Wow. Das ist ja nett. Hoho, ich sehe gar nichts mehr. Boah, hohohoho. Langsam, aber ziemlich geil. Aber verbraucht wahnsinnig viel Chi.
Eieieiei. So. Ich glaube, ich brauche ihn doch erstmal auf Unterstützung. Wieso kämpft er eigentlich noch? Irgendwie hat es nicht geklappt. Okay. Die Wächterin dieses Brunnens ist vernichtet. Und ich trauere um sie. Einst gehörte sie unserem Orden an, aber sie betrog uns. Verführt durch Lys Versprechungen von Schätzen und Macht. Sie war das also, wo die Klagefestung verraten hat. Da haben wir ja auch schon was gehört, dass es da Verrat von innerer Seite gegeben hat. Wer war sie? Dieses Ding ist die verdorbene Seele von Xian Wu. Während des Angriffs betrogen sie und mehrere andere Geistermönche uns, indem sie die heiligen Brunnen mit Menschenblut entweihten. Schon lange vor dem Angriff sandte Li Spione aus, die unsere schwächeren Mitglieder bestachen. In dem Augenblick, in dem sie die Brunnen entweihten, verschwand die Macht, die uns gegen die Armee stellte. Was ist mit Xiong Wu geschehen? Nach der Schlacht ließ der Kaiser Xian Wu und die anderen hinrichten und benutzte die Macht des Wasserdrachen, um ihre Seelen an die Brunnen zu binden. So haben sie sich das auch nicht vorgestellt. Das ist furchtbar. Ich meine, ja, aber es ist trotzdem furchtbar. Sie haben ein furchtbares Verbrechen begangen. Aber dieses Schicksal haben sie nicht verdient. Sie mussten endlose Qualen erleiden, denen sie nie entrinnen konnten. Solche Macht besitzt das Band. Was ist so schlimm an diesem Band? Das Band ist ein geweihtes Ritual der Geistermönche. Wenn wir die Macht des Wasserdrachen nutzen, können wir eine Seele an uns binden. Das ist eines der Mittel, mit denen wir die Toten führen. Davon haben wir ja gerade was gelesen gehabt. Selbst vor dem Fall der Klagefestung gab es Geister in der Welt. Einige Seelen verirrten sich auf ihrer Reise hierher. Oder sie weigerten sich, die Welt der Sterblichen zurückzulassen und verloren den Verstand. Wenn wir diese ruhelosen Geister fanden, konnten wir sie an uns binden und zur Klagefestung bringen. Dann ließen wir die Seele frei, damit der Wasserdrache sie ins Jenseits führen konnte. Der Kaiser hat Xiang Wu das also angetan? Das Band ist ein wunderbares Geschenk des Wasserdrachen, wenn es richtig eingesetzt wird. Aber diese Macht kann missbraucht werden. Der Kaiser band die Verräter nicht an sich selbst, sondern an einen Ort. Eine Seele kann einem solchen Band niemals entfliehen. Sie fühlt sich ständig gezogen, obwohl sie nirgendwo hin kann. Sie spürt den Zwang zu gehorchen, aber sie erhält nie irgendeine Anweisung. Die Seele windet sich. Und in ihrer Verzweiflung verliert sie den Verstand. Sie wird verdorben. Eine Seele an einen Ort zu binden, ist für unseren Orden ein schreckliches Verbrechen. Schlimmer ist es einzig, ein lebendes Wesen zu binden. Wurde Sun Qin auf diese Weise an Lys Rüstung gebunden? Ist so etwas denn möglich? Wer ein lebendes Wesen bindet, verdammt es zu einem schlimmeren Schicksal als dem Tod. Er zwingt das Wesen zu gehorchen und beraubt es seines freien Willens. Als Mitglied unseres Ordens dürft ihr so etwas niemals tun.
Die Fähigkeit, Seelen zu binden, beruht auf der Essenz des Wasserdrachen in euch. Ihr mögt diese Macht derzeit nicht haben, aber eines Tages werdet ihr in der Lage sein, sie einzusetzen, wenn ihr sie braucht. Jetzt ist jedoch nicht die Zeit für Lektionen oder eine Ausbildung. Die Wächterin ist tot. Aber ihr müsst das Siegel auf den Brunnen aufbringen, damit er wieder vollständig hergerichtet wird. Ob das Siegel auch da... Ah, ja, haltet Brunnensiegel, da haben wir es ja. Das wollte ich jetzt gerade sagen, ob wir das Siegel erst noch finden müssen. Aber wir haben es ja schon hier. Sehr schön. Dann bringen wir es mal an. Ja, so sieht der Brunnen doch schon viel, viel besser aus. Es hat geklappt. Der Brunnen ist gereinigt und die Tore zum inneren Hof haben sich geöffnet. Sehr schön. Verloren das Brunnensiegel, aber das war mir auch irgendwie klar, dass wir das jetzt gerade wieder verlieren. So. Dann mal weiter mit uns. Ihr habt hier nichts zu befürchten. Es gibt in der Klagefestung zwar viele gefährliche Wesen, diese Mönche und Soldaten können euch jedoch nichts tun. Sind das die Seelen jene, die beim Angriff starben? Die Mönche und Soldaten, die in der Schlacht starben, sind hier in der Klagefestung gefangen. Verstrickt in einen nie endenden Krieg. Sie kämpfen, sie fallen, nur um sich wieder zu erheben und erneut zu fallen. Ja, super. Li tötete mich auf den Stufen des Tempels. Mein Körper fiel und meine Seele stieg auf. Machtlos floh ich in den äußeren Hof, während die Schlacht noch tobte. Ich wollte sehen, ob ihr entkommen wart. Stattdessen sah ich, wie Li euch mitnahm und saß hier draußen fest. Der Kaiser hatte die Tore hinter mir versiegelt. Ihr kommt also nicht in den Tempel zurück? Meine Seele kann die Klagefestung nicht verlassen. Keine der Seelen hier kann fort. 20 Jahre lang war ich im äußeren Hof gefangen. Unfähig, durch die Tore zu gelangen. Ich kann nicht sagen, welches Schicksal vor uns liegt. Aber nach 20 Jahren gibt mir eure Rückkehr wieder Grund zum Hoffen. Ja, das ist doch... Das ist ja schön, dass es wieder Grund zum Hoffen gibt. Und auch schön, dass wir hier nicht gegen alle nochmal kämpfen müssen. Ich schätze, da geht es wahrscheinlich da runter, wo wir vorhin gewesen sind. Wo ich mich doch noch umentschieden habe, so... Ja, genau. Wo ich mich doch noch umentschieden habe. Dann heißt es wohl, wir gehen jetzt hier rein. Hier draußen gab es anscheinend nur diesen einen Brunnen. Okay, was ich mich auch frage. Einmal diese Fragezeichen natürlich. Was das da ist, ob das da tatsächlich noch ein Charakter ist, den wir nicht gefunden haben oder der vielleicht noch kommen sollte. Und was mit unseren anderen Gefährten ist. Ich meine, so und dieser, wie auch immer er heißt, da, Yazhen, war klar. Aber was ist mit den anderen Gefährten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich. Aber im Geisterreich werden wir definitiv nicht rauskriegen, was Sache ist. Also, rein mit uns. Der erste Brunnen ist wiederhergestellt. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Große Herrin, es ist der Himmel selbst, euch wiederzusehen. Ich war so verloren ohne eure Weisheit. Ich habe euch viel zu lange ohne meine Lenkung gelassen, Abzong. Aber ich konnte nicht zu euch sprechen. Denn der Versuch, Verbindung zum letzten Mitglied des Ordens aufzunehmen, erschöpfte meine Kraft. Ihr seid die Letzte. Niemand sonst kann tun, was eure Bestimmung ist.
Ich musste mich schonen und vorbereiten. Ich wusste nicht, wann genau ihr die Schwelle zu diesem Reich überschreiten würdet. Ihr wusstet, dass ich hierher kommen würde, dass ich sterben würde? Der ruhmreiche Stratege hatte alles gut geplant. Nur mit einem hatte er nicht gerechnet. Dass ich unmittelbar nach dem Tode des Kaisers eingreifen könnte, noch bevor er sich meiner Kraft bemächtigt hatte. Euer Schicksal war schon lange besiegelt, bevor ich oder mein Abt euch erschien. Wäret ihr von Sun Lis Plan abgewichen, hätte er dies Experiment bereits zu einem Zeitpunkt beendet, als ich noch hilflos war. Li verbraucht meine Kraft. Er entzieht sie mir mit dem Amulett, das er euch bei seinem Verrat stahl. Ihr müsst den nächsten Brunnen wieder herrichten, bevor es zu spät ist. Ja, das ist so, wie Dr. Strange gesagt hat in den Marvel-Filmen. Eine einzige Chance gab es. Und das war genau dieser, dass wir Lis Plan mitgespielt haben und jetzt, ja, genau hier sind, wo wir jetzt sind. Und zwar tot. Die Frage, hat uns eigentlich Song schon verwendet Meister Li mein Amulett gegen euch? Ja, haben wir eigentlich auch schon gefragt, hat uns der Abt Song auch schon erzählt gehabt. Ich habe den Kaiser aufgehalten, ich kann auch Li aufhalten, hört sich aber auch irgendwie ein bisschen... nehmen wir das hier. Er missbraucht es. Zum Glück versteht ihr jetzt, dass ihr als Geistermönch Essenzjuwele auch ohne das Amulett nutzen könnt. Es ist ein Instrument zur Bündelung, keine Quelle. Das Amulett hilft euch, etwas zu nutzen, was ihr bereits besitzt. Das hatte Sun Li nicht geahnt. Wenn er es als Fokus einsetzt, kann er sich meiner Kraft allerdings wesentlich schneller bemächtigen als sein Bruder. Auch das hat uns Song schon erzählt. Lasst euch durch die Weisheit des Abtes leiten, wenn ihr Hilfe benötigt. Stellt den zweiten Brunnen wieder her und ich werde mit euch sprechen, wenn ich kann. Gut, zweiter Brunnen, also rein mit uns. Ich spüre, dass mein früherer Schüler keine Ruhe geben will. Es wird Zeit, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Okay, was hast du vor? Ihr seid so wertvoll, als dass ich euch ein zweites Mal zurücklassen dürfte, Hand des Todes. Oh. Er holt seinen Bruder. Wir müssen zurück zur Klagefestung. Er holt seinen Bruder zurück. Jack. Sehr schön. Oder besser gesagt, nicht sehr schön, aber ja, gut. Wo ist der? Hä? Ach, die ist wahrscheinlich oben. Ich habe mich gerade gefragt gehabt, wenn ich hier mal schaue, wo dieser zweite, wo dieser Fokusschrein ist. Weil hier ist nichts, aber ich schätze mal, da kommen wir auf die andere Seite hin. Okay. Alles klar. Da ist der Brunnen. Der zweite Brunnen ist hier. Aber das Siegel ist fort. Das ist nur möglich, wenn der Wächter, der an diesen Brunnen gebunden war, vernichtet wurde. Aber wer kann den vernichten? Vielleicht haben wir hier einen Verbündeten? Das ist beunruhigend. Ich spüre, dass etwas Schlimmes diesen Ort befleckt hat. Etwas Schlimmeres als das Übel, das der Kaiser brachte. Etwas Älteres, etwas, das nicht aus diesem Reich stammt. Okay, das hört sich jetzt nicht so gut an. Es gibt unbenannte Dinge, denen der Zutritt sowohl zur Welt der Sterblichen als auch zum Seelenreich versperrt ist. Aber nach dem Verschwinden des Wasserdrachen könnte so ein Wesen in die Klagefestung gelangt sein. Ja, das hört sich jetzt nicht nach einem Verbündeten an. Ein derartiges Wesen würde durch die Entweihung des Brunnens angezogen. Es muss den Wächter vernichtet und das Siegel versteckt haben, damit der Brunnen nie wieder hergerichtet werden kann. Ha.
Das ist schlecht. Dann müssen wir dieses Dings finden. Was machen wir jetzt? Das Wesen würde sich nicht weit entfernen. Wartet. Spürt ihr das? Etwas nähert sich uns. Wo? Wie? Da. Ich bringe eine Nachricht von meinem Herrn. Ihr habt einen Brunnen wiederhergestellt. Doch die Wächterin seines Siegels war schwach. Das Siegel des zweiten Brunnens werdet ihr nicht so leicht bekommen. Wer seid ihr? Ich bin der Diener des Leids. Ich selbst habe den Wächter verschlungen, der an seinen Brunnen gebunden war. Und ich habe das Siegel zu meinem Herrn gebracht. Sucht mich, überquert den Pfad der Dämonen und ihr könnt euch das Siegel holen, wenn ihr es wagt. Hört sich ja super an. Das ist eindeutig eine Falle. Aber wir haben keine andere Wahl. Das glaube ich auch. Ohne Grund würde sich ein Dämon nie zeigen. Aber vielleicht weiß ich, wie wir den Dämon besiegen können. Ich weiß von einem Juwel im Kloster. Einem Juwel von großer Kraft. Es könnte euch helfen, das Monster zu besiegen. Okay, hört sich gut an. Und wo glaubt ihr, das Juwel ist nach all den Jahren noch da? Das Juwel war schon viele Generationen im Besitz des Klosters. Mächtige Zauber schützten es vor dem Bösen. Die Zauber überdauerten selbst den Fall der Festung. Der Dämon will uns in sein Versteck locken. Doch vielleicht versucht er auch, uns von dem Juwel fortzulocken. Wir müssen durch den Bogen auf der anderen Seite gehen, wenn ihr euch das Juwel holen wollt. Durch den Bogen auf der anderen Seite. Oh, was ist mit den Schutzzaubern? Ihr seid die Letzte aus dem Orden der Geistermönche. Die Schutzmagie wird nicht verhindern, dass ihr euch das Juwel nehmt. Aber seht euch vor. Seine Kraft wird wie ein Leuchtfeuer alle Arten von dunklen Geistern in die Klagefestung rufen. Hört sich ja auch toll an. Solche Wesen abwehren zu müssen, könnte genauso schwierig sein, wie sich dem Dämon zu stellen. Ich überlasse die Entscheidung euch. Ich denke, wir holen uns das Juwel. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. So. Dann haben wir im Land der Geister, bla bla bla, stellt euch den Diener des Leides. Findet den Diener des Leides und fordert ihn zum Kampf und ein mächtiges Juwel. Der Abt erzählt euch von einem mächtigen Juwel, das sich im westlichen Teil des inneren Hofes befindet, in der Nähe eines ehemaligen Wohntraktes. Ihr werdet es brauchen, wenn ihr euch den unheimlichen Wesen stellen wollt, das die Klagefestung entweiht hat. Vermutlich wird es von vielen Geistern bewacht, aber sein Nutzen ist das Risiko wert. Sucht im westlichen Teil des inneren Hofes nach dem Juwel. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und tschüss.